Wer ist da? Ich kann dich nicht sehen. Dein glühender Verehrer, holde Maid. Aha. Und hast du einen Namen? Was ist ein Name? Was wir Rose nennen würde unter jedem anderen Namen. So lieblich riechen. Oder nicht? Oh Mann. Los, Heinrich. Was hast du gesagt? Ich kann dich nicht hören. Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon sehn ich ihr Gesicht. Allein ihr Wort heilt meine Brust. Wer weckt nun mir die Lebenslust? Du laue Nacht, verweile nicht. So lang schon seh ich ihr Gewicht. Allein ihr Wort reift an der Brust. Wer steckt in ihr mit Lebenslust? Nein! Gott. Wie Lippen zu haben, die nicht küssen, und Korn beim Faulen sehen zu müssen, zu lieben und doch zu entbehren, ist wie ein Frühjahrsfeld ohne Ehren. Wie Titten zu haben und nicht küssen, und Korn beim Faulen zählen zu müssen, zu lieben ohne zu entehren, ist wie Frühjahrsmeische ohne Gären. Psst! Was zum Teufel redest du da? Was hat da gezischt? Das war eine wilde Gans hier im Gebüsch. So ehre ich dich, Liebling mein, sollst stets an meiner Seite sein. Doch gehörst du nicht mehr mir allein, so muss sich unser Bund entzweien. So störe ich dich, Liebling mein, sollst stets an meiner Seite schreien. Doch gehörst du nicht mehr mir allein, so muss sich unser Hund entzweien. Herrgott, Heinrich! Was für einen Unsinn gibst du da von dir? Ich? Du stammelst hier doch herum. Du bist komisch. Eine solch eigentümliche Poesie ist mir neu. Wo um alles in der Welt hast du das her? Ihr guten Leute, aber in Frankreich gilt das doch als schick. Jetzt trittst du auch noch nach. Halt die Klappe und überlass das mir. Wie fandest du es, Liebste? Nun, es war, Mein Vater kommt, versteck dich! Redet da! Wenn das wieder ein Verehrer ist, werde ich ihn ausweiden! Ich habe niemanden gehört. Das klang Kannst du hören, was er sagte? Unter unserem Fenster. Ich habe ein ungutes Gefühl, Herr Hans, wir sollten... Bist du noch da? Ich bin hier, Geliebte! Wie könnte ich mich jemals von dir trennen? Vater kommt, er wird dich umbringen. Wird er nicht. Denn er wird nicht ahnen, wo ich gleich sein werde. Heinrich, Zeit für meine Jagdtrophäe. Was auch passiert, halt mir den Rücken frei. Da bist du ja, du Lasterbalk. Jetzt wirst du sehen, wie ein Fleischer die Ehre seiner Tochter schützt. Verschaff mir Zeit. Was zum Teufel? Was führst du im Schilde, du Lump? Warum schleichst du im Dunkeln um ein ehrbares Heim? Ich wollte am Grab meiner werten Urgroßmutter trauern. Ach ja? Und was machst du dann direkt unter meinem Fenster? Hä? Gegenfrage. Was trampelst du auf Urgroßmutters Grab herum, hm? Genug mit diesem Unfug. Noch ein Wort und es setzt was. Oh! Was hast du hier zu suchen? Oh, meine Liebste. Hinfort! Hinfort oder ich rufe Vater! Liebste! Wie kannst du so grausam sein? Hey, was war das? Was war was? Das Geräusch. Ich hab sicher was gehört. Hier auf dem Friedhof? Vielleicht ruhelose Geister, könnte es das sein? Ich könnte schwören, das kam vom Fenster meines Hauses. Und was hat das mit mir zu tun? Jemand stellt meiner Tochter nach. Ich komme raus und finde dich hier vor. Was für ein Zufall, nicht wahr? Nun sag schon die Wahrheit. Du irrst dich. Ich stelle deiner Tochter nicht nach. Und wenn sie auch nur ein bisschen nach dir kommt, bleibt das auch so. Du Verfluchter! Du kannst doch nicht einfach unaufgefordert hier reinklettern. Ma chérie, ich will dich beminnen. Dann beminne mich gefälligst vom Hof aus. Halte mich bloß nicht zum Narren. Ich hab doch was gehört. Was war das?
Geht es dir gut? Offenbar hörst du Dinge, die andere nicht hören können. Bedenklich. Meinst du, ich höre Stimmen in meinem Kopf? Das muss nicht zwingend etwas Schlechtes sein. Auch die heilige Euphrosyne von Polazk hat Stimmen gehört und dann sogar ein Kloster gegründet. Hab auch Stimmen gehört. Zumindest klang es so, aber beschwören würde ich's nicht. Hört mal zu. Ich stand die ganze Zeit hier und habe nichts gehört. Wollt ihr mich für dumm verkaufen? Dumm oder nicht? Was hast du unter dem Fenster meiner Tochter zu schaffen und wer hat mit ihr geredet? Es war nicht zu überhören. Guter Mann, im rüstigen Alter bildet man sich so manches ein. Ich habe lediglich für die Seelen der Verstorbenen hier auf dem Friedhof gebetet. Deine Tochter ist mir einerlei. Die Stimme klang anders als die deine. Aber wo ist der Kerl hin? Du musst ihn gesehen haben. Außer du deckst diesen Lump. Was? Liebst du mich nicht? Nein, ich sag's nicht nochmal. Raus jetzt! Kriege ich wenigstens einen Kuss? Raus, raus, raus! Beim Allmächtigen! Hier spukt es. Ich hätte gut daran getan, den Friedhof bei Nacht zu meiden. Der Einzige, der hier herumspukt, bist du. Genug Zeit mit dir vergeudet. Erst schlage ich dich zu Brei und dann den anderen Bastard. Du kriegst die Dresche deines Lebens. Wow! Dafür wirst du... Hier! Mehr hast du nicht drauf? Das ist eigentlich der geilste Move. So, er blüht auch noch hier. Zack, 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 zack. Immer mit dem Knie ins Gesicht. Lasst ein armes Weib nicht darben. Siegesmund, die gottlose Bestie, nahm alles, was ich hatte. Habt Erbarmen. Töten. Direkt den Vater noch töten. Hilfe, Metzger. Wenn man dankt. Was ist? Dann werden wir mal ganz unauffällig die Fackel rausholen und andersrum laufen. Nicht, dass das so clever wäre, um das zu entdecken, aber... Das lief doch besser als geplant. Denke ich nicht, oder? Betreibt er sich denn jetzt rum wieder, der... Er hat ihm das Essen geklaut und der Bettlerin gegeben. Ich habe schon versucht, der Bettlerin was zu geben. Es geht nicht. Du kannst nur mit denen reden. Ich hatte denen auch schon Geld gegeben, aber das geht auch nicht. Leider funktioniert das nicht. Dann nehme ich auch etwas. Wieder in den falschen Raum. Dein Ernst? Begib dich zurück zu Herrn Capon, oder? Begib dich am Morgen zu Herrn Hans. Dann lege ich mich einfach hier daneben. Wann ist morgen? Man weiß es nicht.
wie ich immer mit meinem Stuhl einfach runterrutsche. Warum habe ich einen Gaming-Chair, wenn ich einfach nicht mal gerade sitzen kann? Schlimm, ey. Enthält immer noch. So. Ja. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Wie ist es mit Carolina gelaufen, Herr Hans? Es war ein Desaster, Heinrich. Ein Desaster. Wie das? Hat dein Vortrag sie nicht beeindruckt? Was für einen Mist hast du mir eingesagt? Carolina dachte, ich wäre ein niederträchtiger Einbrecher. Und dann wollte sie mir einfach nicht zuhören. Sie hat damit gedroht, ihren Vater zu rufen. Sei froh, dass ich ihn dir vom Hals gehalten habe. Wenngleich er jetzt denkt, ich wäre der Dorftrottel. Danke zumindest dafür. Auf jeden Fall hat mir Carolina einen Korb gegeben und ich muss wohl andernorts die Liebe meines Lebens finden. Wieder mit einem Liebesbrief? Liebesbrief am Arsch. Stell dir vor, die dumme Gans konnte nicht mal lesen. Ein Jammer, da ist dir glatt was entgangen. In der Tat. Hier ist der Brief, Heinrich. Lies ihn. Vielleicht wirst du mein literarisches Können zu würdigen wissen. Lies und lerne von einem Meister. Gott sei mit dir. Wollen wir mal reingucken? In diesen Liebesbrief? Ich glaube, ich weiß ungefähr, wie der aussieht. Was ist er denn? Ist das ein Questgegenstand? Meine Liebste, ich bin dein glühendster Verehrer, doch ich walte im Verborgenen, bis ich weiß, dass du dich so sehr nach mir sehnst, wie ich mich nach dir. Sobald wir uns kennengelernt haben, Schätzelein, werde ich deine Titten streicheln und kühn den Schatz an mich reißen, den du seit deiner Geburt hütest. Fürwahr, kein Geschöpf auf Gottes Erden ist holder als du. Immer wenn ich an dich denke, würde ich am liebsten ein Belagerungszelt aufschlagen, das selbst Sigismund von Neid erblassen lassen würde. Du gehörst mir und niemandem sonst. Und ich werde dir einen Ritt ins Paradies bescheren. Du wirst alle Engel des Himmels antreffen und Gott lauter anrufen als je zuvor. Wenn du einen Höhepunkt der Gefühle erleben willst, wie ihn noch nie eine Frau erlebt hat, leg morgen diese Kette an, sodass ich weiß, dass ich in die Nacht zu dir komme, dass ich in der Nacht zu dir komme und in deine liebliche Höhle gleiten soll. Dein glühender geheimer Verehrer. Oh, wow. Oh. Einfach nur wow. Dass er auch noch wirklich glaubt, dass er es drauf hätte. Kann froh sein, dass sie ihm nicht direkt die Zähne ausgeschlagen hat. Unglaublich. Was essen wäre gut? Warte mal, ich glaube, hier gab es irgendwo eine Küche. Oder auch nicht. So, und damit den Diebstahl auch nicht nachweisen kann. Direkt den Kohl aufmampfen. So, was sagt denn unsere Questline? Die Frage ist halt, was jetzt?
Will nicht mal unbedingt die ganzen Nebenquests machen. Ich würde schon gerne die Hauptquest weiterspielen. Problem ist, wenn ich das hier starte, weiß ich gar nicht, wie es weitergeht. Also. Ich erstatte erstmal Herrn Ratzig Bericht und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil der nächste Schritt wäre halt hier weiter. Oder halt hier unten den nächsten DLC zu spielen. Dann spielen wir aber aus einer anderen Sicht. Und ich weiß nicht, ob ich das vor dem Abschluss der Hauptquest machen will oder danach. Das ist mein Problem. Weil dann spielen wir quasi die Geschichte zumindest zum Teil nochmal nach. Nur halt von einer anderen Person aus, ne? Frage ist, ich könnte hier einfach mal schnell bei der Schneiderin noch meinen Scheiß reparieren lassen. Ich hoffe zumindest, dass sie das macht. Ist keiner da. Neun. Oh, ich kann aufschließen, Moment. Keine Ahnung, wo ich hier war, ne? War das hier der Kerker? Gucken, ob wir hier noch ein geiles Schwert finden. Holen haben wir ja. So. Hier habe ich. Die habe ich mir ja alle aufgesammelt. Gucken wir doch mal, was der für eine Auswahl hat. Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Grüß dich, Wärter. Will Gott über dich wachen. So, aktuell benutze ich das Schwert des Herodes. 75 Schaden. Stich 45, Schlag 75, 3 Schaden mit Wucht. So, sortieren einfach mal nach dem. Oh, Mensch, das tollste Schwert, was er hat, habe ich schon. Das ist übrigens nicht gekauft, ne? Ich habe das irgendwo gefunden. Das Langschwert, Langschwert, Kurzschwert. 46, 64, 3. Frage. Aber meine ganzen Skills sind Langschwert-Skills und keine Kurzschwert-Skills. Duellklinge kann ich eigentlich verkaufen, 62, 62. Weil das eigentlich ein ziemlich gutes Around-Schwert ist. Überlegt, ob ich die Duellklinge wieder nehme. Einfach mal beim Stich. Ich steche auch ziemlich oft zu. Hat die gleiche Wucht. Eigentlich Duellklinge besser.
Zerbrechlichkeit der Klinge ist ein Nachteil? Ach komm. Ich hab gedacht, er hätte wenigstens was Interessantes. Hat er nicht. Betrachtet meine Waren. Ich habe alles, was ihr braucht. Ob daheim oder bei der Arbeit. So, ist hier oben wahrscheinlich. Usch. Herr, ich habe Neuigkeiten, doch ich fürchte, es sind keine guten. Nach allem, was geschehen ist, setzt du noch eins obendrauf? Beinahe beeindruckend. Ich fürchte ja. Es wird wieder geschehen, in noch größerem Ausmaß. Das klingt ja sehr ermutigend. Was genau wird geschehen? Wie es scheint, war das Lager in Pribislawitz bloß der Anfang. Sie sind alles andere als besiegt. Woher weißt du das? Ich stieß auf einen Presser, der für sie arbeitet, und ließ mich anheuern. Herr im Himmel, du bist stets für Überraschungen gut, Junge. Was hast du herausgefunden? In Vranik, in der Nähe von Sasau, gibt es ein weiteres, viel größeres Lager. Was führen diese Halunken im Schilde? Und wer zum Deivel sind die? Ich weiß es nicht. Uns schaden? Die Region erobern? Ich könnte es herausfinden. Wie? Ich bin nun einer von ihnen, habe ihr Erkennungszeichen und weiß, wo sie sich verschanzen. Ich müsste mich dort bloß umsehen. Ausgeschlossen. Das ist zu riskant. Herr, das ist ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was ich tun musste, um in ihre Reihen aufgenommen zu werden. Sie vertrauen mir. Wir müssen sie angreifen, bevor es zu spät ist. Am besten so schnell wie möglich, solange sie es nicht erwarten. Und wenn wir diesen räudigen Hund gefasst haben, fragen wir ihn höflich, was er will. Doch bevor wir einen Angriff wagen, sollten wir in der Tat jemanden entsenden, um so viel wie möglich über sie in Erfahrung zu bringen. Ich will kein unnötiges Risiko eingehen. Es wäre weniger riskant als unser Angriff auf Pribislawitz. Also gut, Heinrich. Finde heraus, wie viele es sind und was sie planen und alles, was du sonst noch in Erfahrung bringen kannst. Aber lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ja, Herr. Viel Glück, Junge. Ja, also doch einreiten. Es sind aber eigentlich noch mehr Quests, ne? Jesus. Im Spiel kann man wahrscheinlich 3 Millionen Stunden versenken. Das ist alles, was ich hier so als Aktivitäten habe, ne? Der Brigantenallee liege nicht wissen. Na komm, wir riskieren das. Tief gehen. Gespannt. Ja. Bin vor allem gespannt, wie viele Quests jetzt abgebrochen werden. Was willst du? Lass mich rein. Rein, ja? Und wie lautet die Losung? Ein Spiel gefällig? Zeig her. Ah, na gut.
Willkommen in Vranik, Kamerad. Danke für die freundliche Begrüßung, Kamerad. Bei wem soll ich mich melden? Erik. Er sollte im Haus ganz oben sein. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich mich... Glaub mir, ich war Fleischhauer. Mit einem Flegel oder einer Keule bist du besser dran. Wenn du ordentlich zulangst, macht das genauso viel kaputt wie deine Axt. Oder du lernst, wie man ein Schwert schwingt. Damit kannst du spalten, schlagen und stechen. Darum ist das die beste Waffe. Na, wie läuft's? Geht. Bin zwar erst seit ein paar Tagen hier, kann aber nicht klagen. Essen, Schnaps und gute Gesellschaft. Naja, Gesellschaft. Wie bist du hier eigentlich gelandet? Ich? Bist wohl etwas grün hinter den Ohren, was? Ist hier einfach mein Ding. Immer wenn die Blaublüter sich an die Gurgel gehen, stehen ich und mein treues Schwert auf der einen oder anderen Seite. Je nachdem, wer besser zahlt. Sag mal, weißt du zufällig, was wir als nächstes tun? Na klar. Morgen in aller Herrgottsfrühe gibt's einen großen Aufmarsch. Alle hier wissen das. Ich bin neu hier. Kannst du mir sagen, was sich hier so tut? Das, wonach es aussieht. Wir saufen. Was sonst? Ein paar Trottel sind am Üben, um in Form zu bleiben. Aber wozu die Mühe? Mit der Streitmacht durchbrechen wir jede Gegenwehr wie ein rambockenmordriges Scheunentor. Weißt du, wo ich Erik finde? Ach, ihn. Er müsste in der Ruine im oberen Teil des Lagers sein. Seine Rüstung glänzt hell. Ist kaum zu übersehen. Ja, das klingt doch schon mal sehr verdächtig. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Nicht gut. Hier müssten die Kommandanten sein. Warum sagst du das nicht gleich? Mehr! Nur! Scheißkerl! Alter, darf man hier nicht mal in die Kisten gucken, oder was? Was ist los? Komm schon! Was ist denn mit den Leuten hier in... Nicht in Ordnung, Mann. Auf die Spur! Kann mal jemand sagen, was hier gerade passiert? Komm her, du Weichei! Das war die falsche Taste. Was ist hier passiert? Ey, was zum Henker? Es war nicht mal Diebstahl, es war einfach nur reingucken. Wow, 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 wow. Ein Kinderspiel. Nun sollte ich mich gut umsehen. Gut, wir wissen ja, was hier Phase ist. Nicht nur die äußere Palisade ist massiv, sondern auch die innere. Hier müssten die Kommandanten sein. Das Springen überhaupt keine Ausdauer, also nicht sonderlich viel Ausdauer verbraucht.